Als erstes sucht Selection Sort den größten Wert und tauscht ihn an die letzte Position, die hier mit i markiert ist. Für das Finden des Maximums wird der allseits bekannte Maximum-Suchalgorithmus verwendet. Der Wert 4 an der ersten Position ist der erste Kandidat und der Index 1 wird in m wie Maximum gespeichert. Dieser Wert wird dann mit dem zweiten Wert verglichen, der 2. Da die 2 kleiner als die 4 ist, bleibt m auf der ersten Position. Laufindex j geht weiter zur nächsten Position. Auch die 1 ist kleiner als die 4, also bleibt m auf der ersten Position. Ebenso die 3, m bleibt weiterhin auf der ersten Position. Noch einmal dasselbe. Die 7 ist größer als die 4, also wird m ab jetzt der Index der 7. Also wird jetzt die 7 und nicht mehr die 4 mit dem nächsten Wert verglichen. Die 7 bleibt der größte Wert. Und da auch die 2 kleiner als die 7 ist, bleibt es bei der 7. Die 7 wird mit dem Wert an der letzten Position der 2 getauscht. Der ganze Prozess beginnt von vorn. Aber jetzt geht es nur noch bis zur vorletzten Position, denn an der letzten Position steht schon der richtige Wert, der natürlich nie wieder angerührt werden sollte. Es hat sich gegenüber dem ersten Durchlauf nicht viel verändert, also passiert im zweiten Durchlauf praktisch dasselbe wie im ersten Durchlauf, außer dass wir eben an der vorletzten Position stoppen. Dort steht aber schon der größte Wert, also wird nichts getauscht. Und es geht wieder von vorne los. Jetzt wird also die 4 auf die drittletzte Position getauscht. Nach diesem Tausch steht eine 2 an der ersten Position. An der zweiten Position steht ebenfalls eine 2, also passiert nichts. Auch hier passiert natürlich nichts. Die 3 ist größer als die 2, also wird m umgesetzt. Wieder wird eine Zahl mit sich selbst verglichen, also bleibt die 3 an der viertletzten Position. Und wieder beginnt ein neuer Durchlauf. So langsam werden die Durchläufe kürzer, deshalb beginnt schon wieder einer. Die 2 ist größer als die 1, also wird getauscht. Die 2 ist der größere der beiden verbliebenen Werte, also wird nicht getauscht. Nachdem auch die zweite Position mit dem richtigen Wert besetzt ist, kann der Algorithmus auf jeden Fall beendet werden. Denn wenn n-1 von n Werten an ihren korrekten Sortierpositionen sind, ist es natürlich auch der Endewert. Somit hat Selection Sort n-1 Durchläufe. Der Algorithmus ist iterativ. Nach i größer gleich 0 Iterationen ist die Sequenz eine Permutation der Ausgangssequenz, sodass die letzten i-Positionen korrekt mit den i-größten Werten in aufsteigender Reihenfolge belegt sind. Diese Invariante garantiert, dass am Ende, wenn i gleich der Länge der Sequenz ist, die Sequenz eine aufsteigend sortierte Permutation der Ausgangssequenz ist. Damit die Invariante von Anfang an gilt, ist bei diesem Algorithmus gar nichts zu tun. Um die Invariante durchzuhalten, wird in der i-ten Iteration der höchste Wert unter den noch nicht korrekt platzierten Werten gesucht und mit dem Wert an der i-letzten Position vertauscht. Anzahl der Iterationen ist gleich Länge der Sequenz minus 1. Maximumsuche ist linear in der Anzahl der durchsuchten Werte. Auch wenn in jeder Iteration immer nur ein Teil der Sequenz durchsucht wird, im Durchschnitt sind diese Teilsequenzen ungefähr halb so lang wie die Eingabesequenz. Insgesamt kommt also quadratischer Aufwand heraus.